Der hier. Rüstung, dafür ein bisschen weniger Erholung und weniger Abwehr. Und sieht lächerlich aus, Entschuldigung. Nein. Definitiv nicht. Bei dem überlege ich es mir noch. Dann kommt mal der Suchende weg. Und das Ding kommt auch mal weg. Time to lighten my step. Oh, was steht eigentlich hier? Entferntes Heulen hat in dieser Grube wieder, die in völlige Dunkelheit abfällt. Wenn du deinen Kopf vorstreckst, kannst du die Geister am Grund gerade noch erkennen. Okay, da unten kommen wir jetzt aber so noch nicht hin. Ich könnte an diesem Schalter noch rot ausprobieren. Jo. Dadurch komme ich nämlich nach da drüben. Von hier aus komme ich wahrscheinlich auch nach Osten. Okay. So, damit haben wir den Westen abgeschlossen. Was mich schon mal freut. Das heißt, wir können im Osten wieder weitermachen. Mal gucken, wo wir hier im Osten landen. Oh. Hi, Jungs. Moving cautiously. Seid ihr nur zu viert? Seid ihr scheinbar. Right. Dann mache ich mal wieder ein bisschen Gebuffe. Das habe ich in dieser Aufnahmesession nämlich noch gar nicht gemacht. So. Hat nur Beric getroffen, ist aber egal. Gut, App, den da. Ich Felsenwurf. Lyra, versuche ihn mal umzuhauen. Und Beric, zieh alles auf dich. So. So, ein bisschen mehr Schadensboost. Bisschen Heilung auf Lyra. Und ich steche einfach mal zu, wenn ich schon im Nahkampf bin. Okay, du heilst Beric mal. Autsch. So, Levelausstieg für App. Und Epi mal Beric. Und ich stech nochmal zu. Beric, so. Beric heilt. Come and face my iron!
thing done. So, und dann noch die den letzten weg. Bleed out, you little shit. Okay, das war knapp. Das ist jetzt Beric jetzt schon wieder eine Wunde. On it. Okay, das hat nur hier einen Weg geöffnet. Mehr nicht. Ja, ich muss halt irgendwann mit Landry nochmal wiederkommen. Den da habe ich schon aktiviert, gell? Und ich würde mal sagen, wenn ich den falsch aktiviere, löse ich die beiden Fallen aus. Höchstwahrscheinlich ja. Ich sehe hier aber jetzt nicht wirklich etwas, was ich noch aktivieren könnte. Ich kann jetzt nur noch hier oben lang und in die Runenhalle gehen. Ja. Wagen wir es einfach mal. Nein, das macht überhaupt nichts. Es löst jedenfalls keine Fallen aus. Das löst die Fallen aus. Okay. Okay, erstmal der App da angreift, weg. Lyra hat es mal geschafft, einen zu versteinern oder umzuhauen? Zu versteinern, gell? Jo. Get back here! So, die erste Plage ist weg. Wir konzentrieren uns auf die zweite Plage mit allem, was wir haben. Und halten sicherheitshalber bei Lyra. Da habe ich mich jetzt verklickt. Right. Oh, that one fucking hurt. Lyra, jetzt mal die Waffe. Okay, kannst du wieder zurückwechseln. Right. Gut, so haben wir wenigstens auch die Gegner noch ausgeschalten. Und können bei App mal ein Level up machen. Eins in Stärke. Oder einfach hier eins rein. Unbewaffneter Kampf, Ausweichen, List. Genauigkeit. Oder einfach hier in Verstand. Verstand und Entschlossenheit. Nee, Verstand braucht sie. Und jetzt hier in Bonus auf Schock- und Frostschaden, ja. Gut, das ist das Einzige, was ich auf Gezeitenseite haben wollte. Jetzt geht's hier wieder weiter. So, jetzt sind wir wenigstens auch hier mal die Geister los. Und wir können uns in die Runenhalle aufmachen. Ich habe so das Gefühl, von der Runenhalle kommen wir dann hierher zurück.
Hat wahrscheinlich nicht den südlichen Eingang benutzt. Also derjenige ist aus der Runenhalle gekommen. Mal sehen, ob wir in der Runenhalle einen Menschen treffen. My mother always told me to stay away from spires. Not that I ever listened. Was? Meine Mutter hat mir immer gesagt, ich soll mich von Türmen fernhalten. Nicht, dass ich hier auf sie gehört hätte. Oh, das hier ist der Turm. Du hast Zugang nach Hafen erlangt. Als du am Fuß des Turms eintrafst, fandest du dieselben Runen und dasselbe Teleportationsgerät wie am Fuß des Turms des Berges in der Himmelfahrtshalle. Hier scheint alles aber inaktiv zu sein. Du wirst herausfinden müssen, wie man das Teleportationsgerät aktiviert. I got it. Diese Kammer erinnert dich sofort an die Himmelfahrtshalle. Eine verschlungene Rune, die sich am Boden erstreckt, kann nur eins bedeuten. Du stehst zu Füßen eines großen Turmes. Das Echo von jedem Schritt, den du machst, hallt über eine weite Strecke wieder. Als du nach oben blickst, verlieren sich die dunkelgrünen Wände schnell in unendlicher Schwärze. Die Rune in der Mitte des Bodens ist nicht aktiviert und die Stille der Halle bietet keine Hinweise bezüglich ihrer Verwendung oder Funktion. Du fühlst ein leichtes Ziehen in der Brust, ein schwaches Echo der Energie, die dich in Wände ins Brunnen einhüllte. Die staubige Steinplattform bewegt sich nicht, jedoch deuten kleine Markierungen darauf hin, dass ihre alte Magie wiedererweckt werden könnte. In diese Rinne im Boden ist ein schwach... Lesen wir hier weiter. Ist ein schwach leuchtendes Material eingelassen, das bei näherer Betrachtung glitzert. Die Rillen scheinen sich in verschiedenen Winkeln zu kreuzen, sodass ein Labyrinth potenzieller Formen entsteht. Wie die auf dem Kohleabdruck, den du gefunden hast. Ist das hier noch Kohle? Jo, dann nehmen wir hier auch meine Kohlezeichnung. Indem du mit Kohle über Pergament reibst, erhältst du einen verschwommenen, aber richtig proportionierten Abdruck des uralten Reliefs. Der neu hinzugefügte Abdruck füllt die verbleibenden Lücken auf der Schriftrolle und vermittelt dir ein klares Bild der gemeißelten Rune. Okay. Any bets on which sigil unleashes more scourges? Wollen wir wetten, welches Sigil mehr Plagen entfesselt? So, darf ich mir das auch wenigstens ansehen? Kohlezeichnung Turm des Ozeans. Diese Kohlezeichnung zeigt ein kleines Symbol von unbekannter Bedeutung. Obwohl das Muster keinerlei Ähnlichkeit mit den bekannten magischen Runen hat, war es den Erbauern der Altmauer offenbar sehr wichtig. Also hier Dreieck und zwei Flügel sozusagen. Ja. Das sieht schon mal richtig aus. Das hier noch und die beiden, ja. Das und das. Das und das. Dann noch hier verbinden. Und hier verbinden. Achso, da muss ich das in der Mitte verbinden. Ja. Und was öffnest du? Achso, du warst zum Zurücksetzen. Okay. Ich werde mal ganz kurz hier einen Safe einbauen. Für den Fall, dass ich nämlich nicht mehr in die Hallen zurück kann, was ich unwahrscheinlich finde. LP016A speichern.
Und ab nach oben. Damit haben wir den zweiten Turm.